Mein Name ist Karl Schmidt. Ich bin Jahrgang 1952, geboren im Rheinland, Mitgründer von Küchenaktuell und Freund von Klaus Küppers. Mein Name ist Klaus Küppers. Ich bin 1954 in Norddeutschland geboren und habe eine ganz klassische Ausbildung als Einzelhandelskaufmann begonnen. Bin dann nach einigen Jahren als Einkaufschef zu einem großen Einrichtungsverband gewechselt, habe dann dort nach einigen Jahren die Geschäftsführung übernommen und im Rahmen dieser Geschäftsführertätigkeit habe ich dann meinen heutigen Kompagnon und Freund Karl Schmidt kennengelernt. Den ersten Kontakt mit Möbeln hatte ich durch den Betrieb meiner Eltern, die eine Tischlerei mit Möbelhandel führten. Und dort habe ich praktisch so die ersten Meriten gesammelt und bin mit dem Thema Möbel und Holz in Verbindung gekommen. Anschließend folgte eine Ausbildung auf der Fachschule des Möbelhandels in Köln. Danach einige Stationen in verantwortlicher Position bei großen Einrichtungshäusern in Deutschland. Unter anderem dann auch die Zusammenarbeit mit Klaus Küppers im Verband. Wir haben dort unsere gemeinsamen Aktivitäten in den Gremien ausgeführt, wobei er für den Warenbereich Schlafzimmer zuständig war, ich für den Warenbereich Küchen. Und über diesen Weg haben wir, sage ich mal, unsere gemeinsamen Interessen, auch unsere gemeinsamen Strategien erfahren und erleben können. Es kam der Wunsch, einfach mal etwas Eigenes zu machen, und das war 1996. Das war im Wintergarten von dem Herrn Schmidt bei Wein, Grappa, Zigaretten und Dartspielen. Da haben wir versucht, eine neue Strategie zu entwickeln, und die hieß dann logischerweise entweder Schlafzimmer oder Küchen, und es wurden Küchen.